Ärztinnen, wenn sie was brauchen, auch Rat und Hilfe bei den Forschern suchen können. Das ist also quasi eine Einheit und ich bin einer derjenigen, die einfach von Anfang an geglaubt haben und immer noch glauben, dass die Forschung zwar etwas ist, was verbinden muss, was interdisziplinär ablaufen muss. Und ich glaube, wir, wenn man die Forschung im menschlichen Bereich braucht, dann glaube ich, ist es naheliegend, dass wir zusammenarbeiten. Das ist viel schwieriger, wenn man die Grundlagenforschung ausschließlich macht, ohne Konnex mit einer Klinik zu einem Patienten. Dann ist es vielleicht manchmal ein Eigenleben, das man führt, aber es gibt auch diese Sparte der Forschung, wo man sich also einbindet, auch in die sozialen Belange der Mitmenschen. Und das, glaube ich, ist für viele, die in diesem Institut arbeiten, auch ein Grund, dass es ihnen gefällt, dass sie so engagiert sind und dass sie so große Erfolge erzielen. Nun, noch einmal die wichtigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, ganz kurz. Was uns am Herzen liegt, ist einfach zu wissen, warum entsteht der Krebs, woraus entsteht der Krebs, warum gerade in diesem oder jenem Kind, warum im neugeborenen Alter und oder erst beim heranwachsenden jungen Mann oder Frau. Also alle diese Dinge sind zum Teil empirisch bekannt, aber die bedürften einer genauen Untersuchung und Abfolge der Signalwege in den Zellen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft der Forschung, auch in der klinischen Forschung, hier Voraussetzungen und Erkenntnisse zu gewinnen, damit man dann neue Behandlungsformen kriegen kann. Sie sehen, dass wir natürlich mit dieser Forschung auch ein exzellentes Konzept haben, um die Diagnosen zu verfeinern. Es ist nicht jede Leukämie oder jeder Blutkrebs gleich wie der andere. Auch wenn die Zellart morphologisch völlig identisch ist, können die durch ganz unterschiedliche Mutationen im Erbgut dieser Zelle also sich anders verhalten. Und das zu erkennen, um dann auch eine bessere individuelle Therapie anzuführen, einzuleiten, das ist das, was wir eigentlich anstreben und wo wir auch auf dem Wege sind. Also ich glaube, unser Ziel ist es einfach, die Heilungschancen zu verbessern, und ich bin eigentlich überzeugt, dass Sie, die hier sitzen, also im Alter eine große Wahrscheinlichkeit erleben werden, dass also der Krebs nicht mehr die zweithäufigste Todesursache im Kindesalter sein wird, wenn wir wissen heute, dass wir bereits jetzt 75% sämtlicher Kinder mit Krebs global gesehen heilen können. Und natürlich gibt es Varianten. Und Sie sehen hier den extremen Fortschritt der Überlebenschance bei einer ganzen Reihe von Kindern im Kindesalter vorkommenden Tumoren. Und Sie sehen die oberste Kurve, das sind die akuten lymphoblastischen Leukämien, und dann kommen die Lymphome und dann kommt der Wilms-Tumor. Vielleicht hat jemand mal etwas gehört von der schrecklichen Geschichte von der Olivia mit ihrem Wilms-Tumor, die durch ganz Europa gepilgert ist, um ja nicht in die Hand von Medizinern zu kommen, die ihr helfen wollten, diesen Tumor zu überstehen, die dann letzten Endes eingeführt werden musste und mehr oder weniger zwangsweise behandelt. Ist inzwischen ein großes, hübsches, völlig unbeeinträchtigtes Mädchen oder eigentlich eine junge Frau. Also das sind Beispiele, die Ihnen, glaube ich, schon sicher machen, dass das, was hier gesagt wird, auch wahr ist. Nun, was uns diese Erfolge gebracht hat, ist eigentlich das Verständnis, dass es notwendig ist, Behandlungskonzepte ganz strikte nach Vorgaben durchzuführen, dass man diese Behandlungskonzepte nicht im eigenen
Labor also einfach zusammenmischt, sondern dass man durch internationale Vernetzung, durch Gespräche, durch einfach gemeinsamen Nachdenken den besten Weg findet. Jeder hat seine Erfahrung und jeder kann beitragen, etwas vorzuschlagen, was vielleicht Erfolg hat. Nun, ich glaube, ich bin jetzt bald am Ende. Das Internationale habe ich bereits erwähnt, und dass diese Studie nicht nur in einer Institution erfolgen soll, sei noch nachgeführt. Wir haben gleich von Beginn 1980 ein ganzes Netzwerk in Österreich errichtet, sodass eigentlich schon innerhalb von einem Jahr in ganz Österreich an den Stellen, wo krebskranke Kinder behandelt wurden, eigentlich dasselbe Konzept angeführt worden ist. Wir haben diese Daten gesammelt und uns weiterhin, alle Daten werden registriert zentral bei uns im St. Anna Kinderspital, und das ist eigentlich, das ist daraus eine Institution entstanden, eine Abteilung der Kinderkrebsforschung, die sich nennt Abteilung für Dokumentation und Statistik. Und die Institution kann uns helfen, jederzeit also diese Kurven weiterzuführen, zu sagen, wie lange das andauert und wie viel verbessern wir uns, einfach indem wir alle Ressourcen aus der Forschung mit hineinbringen in den Alltag des Patienten. Nun, die Finanzierung habe ich schon angesagt. Es ist immer noch so, dass wir 80% unserer Ausgaben sind pro Jahr etwa 4 Millionen Euro. Damit finanzieren wir die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Materialien, die ganzen Maschinen, dass wir die von Spendern bekommen. Natürlich bemühen wir uns auch über Fonds, über den Wissenschaftsfonds, Nationalbankfonds und auch über EU-Kooperationen Gelder zu bekommen, und auch das, was wir heute machen, diese Informationsvermittlung, nicht nur in Form einer Geschichte, die ich versucht habe, euch ein bisschen zu erzählen, sondern wir werden das dann jetzt fachlich auch noch hören, dass wir das überhaupt uns leisten können zu machen. Und ich glaube, es ist sehr schön, wenn man zu solchen Daten auch eine Unterstützung bekommt. Nun, das ist das, was ich schon gesagt habe. Das ist also die Wissenschaftskommunikation, wofür sie gut ist. Und noch die letzten, wo Sie sehen, was uns am meisten in der Betreuung auch der betroffenen Patienten geholfen hat. Das ist einmal die Entwicklung von Methoden, wo man eine Leukämiezelle auf einer Million normalen Zellen im Knochenmark identifizieren kann. Diese Leukämiezelle lässt sich dann in jedem Patienten ganz spezifisch auch identifizieren. Und deswegen können wir im Laufe der Behandlung auch sehen, wie viel sind noch Zellen vorhanden. Die alte Methode, nur mit dem Mikroskop zu schauen, das wissen Sie selber, da kann ich nur etwa bis zu einem Prozent Restzellen herunterkommen, aber das ist 1 auf 100 und nicht 1 auf 1 Million. Und das hat enorm geholfen, um die Strategie der Behandlung zu individualisieren. Wir wissen dann schon nach 3 Monaten einer Leukämiebehandlung, ob dieses Kind eine 90-95%ige Chance hat, gesund zu werden und gesund zu bleiben, oder ob es nur eine Chance hat, von 20% zu überleben. Das ist gut, damit man den Eltern, aber auch im Umgang mit dem Kind entsprechend vorbereitet ist. Und das noch möchte ich sagen, unsere Kinder, egal welchen Alters, die werden aufgeklärt. Die Eltern werden aufgeklärt. Es gibt gar keine Möglichkeit, also heutzutage mehr die Kinder abzuschirmen von dem, was mit ihnen passiert. Es gibt Möglichkeiten, das in einer Form zu tun, wo das kleine Kind, das eben lesen und sprechen gelernt hat,
dass das kleine Kind auch versteht, worum es geht. Natürlich wird es ganz anders dargestellt als einer erwachsenen Person. Aber es hat dazu geführt, dass keine psychologischen Probleme hinterangestellt werden, weil das ist ja ein Erlebnis für jedes Kind, so eine über Wochen gehende Behandlung auf sich zu nehmen, ohne genau zu wissen, warum eigentlich. Gut, ich glaube, das ist das, was überleitet auf das, was Irgendeine Frage vielleicht, die der Professor beantworten könnte. Ich sehe da nichts, also ihr könnt euch ruhig trauen, es tut nicht weh. Ich hätte mich zum Beispiel vorher gefragt, das ist vielleicht eine sehr wissenschaftliche Frage, aber haben Sie mit 17 angewusst, was Sie mal später machen wollen? Mit 17 nicht, aber mit 19. Okay, also die Damen und Herren im Saal haben wir zur Zeit. Also nach der Matura. Die ist bei uns ein Jahr später gewesen, wie in Österreich. Und da haben Sie sich vorstellen können, dass Sie so weit kommen, wo Sie jetzt sind? Nein, eigentlich wollte ich nur ein guter Arzt werden und dann bin ich drauf gekommen, wie ich also meinen Turnus gemacht habe, nachdem ich in Wien studiert habe. Dass eigentlich, ja, ich bin auch jetzt in einem Alter, wo ich mir denke, so viel Aufwand, so viel Emotionalität einzubringen, wenn jemand das Leben schon fast hinter sich hat, das hat mir eigentlich nicht so die Befriedigung gegeben. Und da habe ich gedacht, eigentlich müssen es die Kinder sein. Und dann habe ich zwar gelitten, wie ich also umgeschwenkt bin auf die Kinderheilkunde, das war in Berlin, und da habe ich gleich einmal Kinder vorgelegt bekommen, mit dem Kopf voraus. Und ich musste jetzt dann irgendeine Vene eine Nadel stechen und so. Das ist schrecklich, wenn man es nicht weiß oder nicht gekonnt hat oder gesehen hat. Aber das ist das Übliche. Und das hat mich schon ziemlich, also mir wochenlang Schwierigkeiten gemacht. Aber dann habe ich das erlebt mit diesen krebskranken Kindern und dann war es. Vor allem das Erleben, dass es Kinder gibt, die ganz gesund werden und die man dann Jahre später wieder sieht, völlig normale Menschen. Und wenn es jetzt 80% wären von denen, die vorher also gestorben sind, dann ist das ja das Beste, was man im Leben haben kann. Ich glaube, es ist eine so tolle Befriedigung, obwohl man nichts beigetragen hat. Naja, nichts beigetragen ist ein bisschen untertrieben. Ja, es ist nicht, man glaubt nicht so ganz, dass es das eigene Tun ist, sondern es hat geklappt. Also durchaus ein nachahmenswerter Berufsweg, sehr empfehlenswert, oder? Auf jeden Fall, ja. Danke vielmals.